Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Marketing Reloaded Kurs, zu unserem Marketing Kurs, der sich in 6 Modulen mit dem Basiswissen für dein Marketing und dein erfolgreiches Online-Marketing beschäftigt. Diejenigen, die die Videos vorher schon angesehen haben, die Vorläufer, wir haben uns beschäftigt mit dem Überblick, wir haben uns beschäftigt detailliert mit der Makroumwelt, der Pestanalyse und wir sind nun in der sogenannten Mikroumwelt und haben uns ausgiebigst mit dem relevanten Markt, mit Segmentierung etc. beschäftigt und heute sind wir immer noch in der Mikroumwelt und heute geht es um das spannende Thema Motive und Ereignisse. Kenne deine Bedarfsgruppe. Verortung, wo sind wir? Natürlich, wir sind in der Motivforschung und wir stellen uns heute die Frage so oder wie erreichen wir das große Ja im Dialog? Ja, ich kaufe dich, ja, ich möchte deine Dienstleistung etc. etc. Und wie schaffen wir das? Wie schaffen wir einen erfolgreichen Dialog? Im Verkaufsgespräch natürlich zwischen Verkäufer und Käufer. Und wie kommen wir, ich wiederhole es nochmal, wie kommen wir an dieses große Ja? Ihr erinnert euch, im letzten Film habe ich euch noch die VAIE-Motivationstheorie ein bisschen angekündigt und hier nochmal langsam kurz besprochen. Was bedeutet diese Motivationstheorie? Also wir stellen uns die Frage, warum kauft ein Mensch ein Produkt? Why we buy? Warum kauft eine Person eine Dienstleistung? Wir überlegen uns, was ist der Stimulus? Also was ist das Ereignis, das dazu führt, dass eine Zielperson, also unsere Bedarfsgruppe, entsprechend reagiert und vielleicht dann sagt, ja, ich kaufe dein Produkt. Ich kaufe deine Dienstleistung. Also dieses Ereignis, dieser Stimulus, der Anreiz, der kann endogen erfolgen. Gehen wir gleich darauf ein, nachher, was das heißt. Also von innen heraus. Er kann aber auch durch Marketing und durch Kommunikationsmaßnahmen exogen, extern von außen angestoßen werden. Also im Push zum Beispiel. Dieses Ereignis führt bei unserer Zielperson oder bei unserem Bedarfsträger dazu, dass er jetzt auf einmal einen Engpass, ein Problem, einen gefühlten Mangel fühlt und jetzt natürlich irgendwie sich unwohl fühlt, Entschuldigung, und dieses Ungleichgewicht ist die Energie, dass er jetzt sagt, ich muss da Abhilfe schaffen. Ja? Es entsteht ein Motiv oder ein Bedürfnis dieser Person. Sie möchte diese Schieflage beseitigen. Ein Bedürfnis entsteht und ich habe euch hingeschrieben, wenn dieses Bedürfnis ja, sich auf Wirtschaftsgüter richtet, also man etwas kaufen möchte, spricht man dann an dieser Stelle oder ab dieser Stelle von Bedarf. Und natürlich will jetzt die Zielperson, ist motiviert, wieder in diesen besseren Zustand zu kommen und versucht dann eben dieses Gleichgewicht wiederherzustellen und prüft dann dein Angebot auf Instrumentalität. Ist dieses Angebot geeignet als Problemlöser etc.? Ist es bezahlbar? Ist es auch verfügbar? Entspricht es meinen Erwartungen? Und letztendlich kommt es dann oder sollte es dann zur Handlung kommen. Auf diese VAIE-Motivationstheorie, die mein Professor Rosenstiel und Dr. Peter Neumann in München an der LMU etwas variiert haben, auf diese Form greife ich hier eben zurück, ist nämlich ein ganz, ganz toller Überblick, sich die einzelnen Stufen, die da wirklich im Verkaufsgespräch oder in der Online-Kommunikation passieren, sich die nochmal direkt vor Augen zu führen und zu sagen, was kann ich und muss ich an bestimmten Stellen dann tun, wenn dem so abläuft. Natürlich ist es nur ein Modell und wir wissen ja, dass die Modelle in echt natürlich auch teilweise ganz anders verlaufen, aber man hat zumindest ein bisschen ein Licht in diese Blackbox hinein und kann sagen, okay, solche Schritte oder diese wichtigen Punkte sollten wir eben in der Praxis beachten. Also, wie schaffst du ein unwiderstehliches Angebot? Ein Angebot, das du richtig kodieren musst, dass deine Zielperson das auch dekodieren, entschlüsseln kann
und dass du am Schluss eben dieses große Ja bekommst. Mit diesem Kommunikationsmodell haben wir uns ja im vorherigen Video auseinandergesetzt. Also wie schaffst du, ein unwiderstehliches Angebot zu kreieren, ja, wo dann praktisch dein Angebot, das du in diese Botschaft eingleitest, für das Problem deiner Bedarfsgruppe die ideale Lösung ist. Das schaffst du natürlich nur, wenn du als Verkäufer, als Anbieter, als Unternehmen die Motive und die Motivschieflagen deiner oder der Bedarfsgruppe auch wirklich kennst. Ja? Das ist das Problem. Und viele tun so, als wenn sie die Probleme ihrer Kunden kennen und die Ereignisse, die zu diesen Problemen führen. Leider wird es aber in der Praxis oft nicht so gemacht. Und speziell, weil ich das jetzt ein paar Mal schon angesprochen habe, das Ereignis, das was auch in dieser VAE-Theorie angesprochen wurde, dass der Anschubser, der natürlich exogen und endogen passieren kann, das ist auch etwas, auf das mein Freund Karl Gratz, der Vorreiter im Online-Marketing und Querdenker, schon seit 2-3 Jahren erzählt, dass er sagt, Mensch, ihr müsst optimieren auf die Ereignisse, die dann bei bestimmten Bedarfsträgern oder bei bestimmten Zielgruppen dann eben zu einem Bedarf führen. Also kümmert euch darum, ihr drückt es immer so aus und sagt, was passiert vorher? Und auch das werden wir nachher beachten, weil ich diesen schönen Gedanken finde, der auch hier so in meine theoretische und meine Praxiswelt sehr, sehr, sehr gut hineinpasst, weil er im Endeffekt das Gleiche sagt und es vielleicht nur noch ergänzt. Jetzt zurück zur Frage, was ist ein Motiv? Ja, auch hier, wenn ihr euch beschäftigt mit der Literatur, die Studenten von mir an der Universität wissen das, die also nicht aus der Praxis kommen, in der Literatur wird eben dieser Begriff Motiv und Bedürfnis oft nicht trennscharf verwendet. Das heißt, man spricht von Bedürfnis und meint Motiv und man spricht von Motiv und meint Bedürfnis. Also das ist nicht richtig oder nicht trennscharf getrennt. Deswegen kann man da auch in den Bezeichnungen keinen großen Fehler machen. Wichtig ist, dass man weiß, was ist damit gemeint, was steckt denn dahinter. Also erkennt ein Mensch eine Diskrepanz zwischen einem Zustand A und einem Zustand B. Dann bezeichnet man das Gefühl, das jetzt entsteht, also die Schieflage zu beseitigen, als ein Bedürfnis. Als ein Bedürfnis. Und das ist, ich sage immer, das ist die Motivschieflage. Und wer das nachlesen will, dieser Gedankengang ist schon recht alt. Bei Balderjan könnt ihr da gut nachlesen. Der hat da das erste Mal darüber auch geschrieben in der Literatur und ist auch heute noch sehr interessant zu lesen, also ein kleiner Lesetipp. Also, was sind Motive und was sind Bedürfnisse? Wie wir gesehen haben, merkt euch das, werden die Begriffe Bedürfnis und Motiv oft eben nicht unterschieden. Was ich cool finde, ist der Schiffmann und Kanuck, auch schon 1997. Und für die sind sogenannte unerfüllte Bedürfnisse der Treiber, die Spannung, diese Lücke, die jetzt entstanden ist, zu beseitigen. Also mir gefällt dieser Begriff der Treiber. Ja, also unerfüllte Bedürfnisse sind der zielführende Treiber, jetzt etwas zu unternehmen. Und das ist wichtig, weil das die Energie ist und ohne die wird das Ganze nicht funktionieren. Schauen wir uns mal die Ereignisse an, die Karl Gratz, was der Karl Gratz Ereignis nennt. Also was sind denn die internen Auslöser von Bedürfnissen? Auslöser von Bedürfnissen und Motivschieflagen sind Ereignisse. Und wir kennen in der Psychologie sogenannte externe und interne Auslöser. Interne Auslöser sind in der Person des Konsumenten begründet. Das können jetzt sein Persönlichkeitsmerkmale, seine bisherigen Konsumerfahrungen, den Lebensstil, den er führt, seine Werte, seine Werthaltungen und physische Notwendigkeiten. Er hat Durst, er hat Hunger, etc., etc. Er sieht nicht mehr so gut. Also das sind alles interne Auslöser in der Person der Bedarfsgruppe, der späteren Bedarfsgruppe, begründet. Und diese Auslöser von externen, schauen wir uns jetzt also an, externe Auslöser. Diese Auslöser und Ereignisse sind dem Umfeld des Kunden oder Konsumenten zuzuordnen.
Was meine ich mit Umfeld? Das sind also externe Auslöser, sind all das, was wir ja versuchen im Marketing und was wir in der Online-Kommunikation und Offline-Kommunikation und in der klassischen Werbung etc. etc. all das, was wir versuchen durch bestimmte Reize, durch Push, aber auch, wie wir sehen werden, durch Reaktionen, gezielte Reaktionen auf Pull des Kunden, diese praktisch zu beeinflussen. Also es ist immer so ein gewisser Push-Gedanke ist schon dabei, bei einem externen Auslöser, bei einem externen Reiz. Es können aber auch sehr wohl Umwelteinflüsse sein, klimatische Veränderungen, Einflüsse der Umwelt auf unser Erleben und Verhalten oder eben gesellschaftliche Einflüsse. Und hier ganz spannend, das haben wir am Anfang in diesem Marketingkurs besprochen, erinnert euch, und zwar in der O. Wer weiß es noch? Wo haben wir das besprochen? Gesellschaftliche Einflüsse haben wir in der Makroumwelt besprochen. Also ganz oben bei unserer Ampelsystematik Analyse, Strategie, operative Umsetzung. Und in der Analyse haben wir ja unterschieden, differenziert zwischen Makroumwelt und Mikroumwelt. Und in der Makroumwelt die sogenannte Pestanalyse, die aus unterschiedlichen 8 Punkten besteht: Gesellschaft, Kultur, Staat, Recht, Politik, wirtschaftliche Situation, Umwelt. Und diese Punkte, aus diesen Punkten ergeben sich Chancen und Risiken. Wir wissen, diese Punkte aus der Makroumwelt können wir nicht beeinflussen als Unternehmen, aber wir müssen sie unbedingt auf dem Radar haben. Und gesellschaftliche Einflüsse, aus denen natürlich die externe Auslöser sind für unser Verhalten, das sind natürlich, wie wir besprochen haben, die Megatrends, die technologischen Veränderungen. Denkt an die 12 Megatrends, die natürlich enorme Auswirkungen auch auf das Erleben und Verhalten der Konsumenten, deiner zukünftigen Bedarfsgruppe haben. Ja, schaut euch das an, denkt nochmal, das ist gemeint mit gesellschaftlichen Einflüssen. Oder was heute auch sehr, sehr aktuell ist, natürlich die Gefahren, die aus der Umwelt kommen, und die Gefahren durch Terror und politische Unruhen, die natürlich auch das Erleben und Verhalten und die auch die Grundbedürfnisse der Menschen sehr stark verändern, also die Suche, der Wunsch nach mehr Sicherheit, ist eben gemeint durch gesellschaftliche Einflüsse. Gut, nächster Punkt. Ich möchte euch vorstellen, das sogenannte Zürcher Modell der sozialen Motivation von Norbert Bischof. Also das sogenannte Zürcher Modell, nicht Züricher, sondern Zürcher Modell der sozialen Motivation von Norbert Bischof. Und das ist ein sehr, sehr bekanntes Modell der Wirkungszusammenhänge von sogenannten Motivationssystemen, die man eben nach ihm und dem Sozialverhalten der Menschen eben da zugrunde legen. Was sind nun die drei Motivsysteme der sozialen Motivation von Norbert Bischof? Es ist einmal das Sicherheitssystem, es ist einmal das Erregungssystem und es ist einmal das sogenannte Autonomiesystem. Was meine ich mit Sicherheitssystem? Sicherheitssystem meint Bindung, Abhängigkeit. Erregungssystem ist die Exploration, die Erregung, das Suchen nach Neuem, das Ablösen von der Familie, selbst eine Familie zu gründen, Unternehmenslust, Abenteuer. Das sind die Punkte für das Erregungssystem. Und das Autonomiesystem natürlich vereint mehrere Motive, wie zum Beispiel Macht, Geltung und Leistung. Warum erzähle ich das jetzt? Ich erzähle das an dieser Stelle, weil mit Blick auf deine Bedarfsgruppe und mit Blick auf deine Personas, mit denen du in Zukunft ein Geschäft machen willst, denen du entsprechende Lösungen auf ihre Probleme anbieten willst, solltest du dir vielleicht mal über die Motivsysteme Gedanken machen und sagen, naja, welcher Typ ist denn meine Bedarfsgruppe? Ist er eher ein Sicherheitstyp? Ist er eher ein Erregungstyp? Oder ist ihm die Autonomie sehr wichtig? Ist es ein Autonomietyp? Versteht ihr? Der Gedanke ist,
nicht immer laut zu schreien, werblich groß zu trommeln in der Aktivierung, sondern vielleicht mal eine andere Herangehensweise zu suchen. Und das, glaube ich, hat der Norbert Bischof eben auch so gemeint, dass man ihm sagt, Mensch, schrei nicht immer laut da draußen und versuch die Leute wach zu rütteln, sondern geh doch lieber mal auf die Suche und überleg dir, welcher Typ ist denn meine Bedarfsgruppe, und versuch durch spezielle Codes praktisch auf diese Empfindungen dieser Menschen einzugehen. Dann brauchst du gar nicht so laut schreien, weil sie dich eh verstehen, und das Ganze ohne größeren lauten Aufwand. Kommen wir nochmal zu diesen Sicherheitstypen und Erregungssystem und Autonomiesystem zurück. Also jeder von uns, der jetzt in der Gruppe hier mithört, jeder von uns setzt sich praktisch aus diesen drei Sicherheitssystemen zusammen. Der Unterschied ist, dass wir da unterschiedliche Pegel haben. Ja? Der eine von uns ist vielleicht eher ein Sicherheitstyp, ist sehr zufrieden, der andere ist eher ein Erregungstyp und der andere ist eher dem Autonomiesystem, er ist eher autonom zugetan. Das ist unsere Grundeinstellung. Diese Grundeinstellung bleibt über die Zeit. Das bedeutet aber nicht, dass wir keine unterschiedlichen Tagespegel haben, der Zustand. Es kann sein, dass mein Sicherheitssystem, obwohl ich ein Erregungstyp bin, momentan total befriedigt ist. Aber mein Erregungssystem, das, was mich eigentlich interessiert, ist, da ist der Ladezustand sehr kritisch. Ja, also ich habe einen Drang danach, wieder Abenteuer zu begehen, nach draußen zu gehen, was Neues zu tun, was Neues zu machen. Und mein Autonomiesystem ist hier noch so im orangenen Bereich und ich sage, okay, das passt. Also wir können unterschiedliche Tagespegel einnehmen und irgendwo entstehen sogenannte Lücken. Und Lücken, das heißt, hier haben wir, wenn man es mit einer Batterie vergleicht, hier haben wir Ladebedarf. Ja. Und wie gesagt, das kann über Tage und über Typen hinweg komplett unterschiedlich sein. Hier bei dem Beispiel jetzt, hier ist das Autonomiesystem extrem nach unten gefahren und bedarf natürlich jetzt wieder einer Aufladung. Das heißt, jetzt entsteht die Motivation zum Handeln. Sobald unser Gehirn einen Mangel in einem bestimmten Motivbereich feststellt, wenn da eine Motivschieflage auftritt, schlägt es Alarm. Etwas muss geschehen, um den Pegel wieder aufzufüllen, die Schieflage wieder ins Lot zu bekommen. Der Kunde schreitet zur Tat. Motive sind also immer zielführend und drängen sich in den Vordergrund, sobald ein Mangelzustand angezeigt ist und gespürt wird von deiner Zielperson. Ein Bedürfnis entsteht und ein Bedarf entsteht und jetzt möchte er natürlich Abhilfe schaffen. Und ist Abhilfe geschaffen worden, also ist der Ladezustand wieder erreicht, ist diese Schieflage beseitigt, dann treten diese Motive wieder in den Hintergrund und das Leben fühlt sich wieder sehr gut an und so schreiten wir tagtäglich durch das Leben. Also für dich als Anbieter ist es ganz, ganz wichtig, mein Tipp, erkenne den Mangel in den Motivbereichen. Sicherheitssystem, wo steht der da, mein Kunde? Wie sieht es bei der Erregung aus und wie steht es um sein sogenanntes Autonomiesystem? Ist da die Lücke, dann ist hier Ladebedarf. Und dann frag dich, ob da wirklich ein Handlungswille da ist. Also will dein Kunde wirklich diese Lücke schließen? Ja oder nein? Und dann musst du ihm natürlich kommunizieren, aber frag dich vorher selber, ob dein Angebot, dein Produkt, deine Dienstleistung praktisch die Lösung ist, damit dein Kunde, deine Bedarfsgruppe praktisch die Schieflage beseitigt und mit deinem Produkt sich wieder gut fühlt. Bei den Produkten will ich euch noch eins auf die Reise mitgeben, was ich recht interessant finde, habe ich auch bei Shire gelesen, wie Werbung wirkt. Shire trennt sogenannte Trade von State-Produkten und das möchte ich euch nicht vorenthalten. State-Produkte in der Psychologie sind also immer Produkte, die eher unsere stimmungsabhängigen Motive bedienen. Deswegen nennt man sie State-Zustandsprodukte und sie regulieren kurzfristige Ungleichgewichte in unseren Motiven. Ein Beispiel:
Ich rede jetzt hier, kriege einen trockenen Hals, habe Durst. Jetzt ist mir eigentlich egal, welches Wasser ich trinke oder was ich trinke. Ich möchte einfach meinen trockenen Hals kurz wegbekommen, um in dieses Mikrofon besser zu euch sprechen zu können und von euch besser verstanden zu werden. In dem Moment ist das Wasser oder das Getränk, bitte keinen Alkohol, aber dieses Wasser, das man mir herstellt, ist für mich ein State-Produkt. Das kann jetzt ein Glas Leitungswasser sein, das kann ein Mineralwasser sein, das kann ein leichtes Wasser sein, etc. etc. Und das muss auch kein Markengetränk sein, sondern ich möchte einfach jetzt hier während dem Sprechen, tut es also auch ein ganz einfaches Glas Leitungswasser. Also ein State-Produkt. Wenn ich jetzt Wert darauf legen würde, dann wäre es ein sogenanntes Trade-Produkt. Nehmen wir mal zum Beispiel das Wasser Voss oder Fiji von der Paris Hilton. Dann wäre das ein sogenannter Persönlichkeitsmarkierer, kein State-Produkt mehr, sondern eben ein Trade-Produkt, T-R-A-I-T, ein Trade-Produkt, das man eben, da komme ich gleich drauf, als Persönlichkeitsmarkierer bezeichnet. Ja, also frag dich, vermarktest du ein State-Produkt? Ja, oder wenn du ein State-Produkt vermarktest, dann zeigt der Bedarfsgruppe mit expliziten, also mit bewusster Wahrnehmung und mit impliziten Signalen über den Autopiloten, da kommen wir auch noch später drauf, dass dein Angebot diese momentane Schieflage ausgleichen kann. Also hier dieses kleine Glas Mineralwasser oder Leitungswasser würde mir schon genügen, um hier besser in das Mikrofon sprechen zu können. Das State-Produkt, dieses Glas Wasser oder dieses Glas einfaches Mineralwasser, dient dann der kurzfristigen Regulierung und ist damit eben ein sogenannter Verfassungsbediener. Ich brauche jetzt, um besser sprechen zu können, ein Glas Wasser. Ja, also frag dich, was für eine Art von Produkt hast du und kann mit diesem State-Produkt, das du dann vielleicht bietest, die Bedarfsgruppe eben hier ihr Problem lösen. Okay? Nächster Punkt, schauen wir uns mal an, was ich vorhin angesprochen habe, sogenannte Trade-Produkte. Ein Trade-Produkt, es gibt Produkte, die eher an die Einstellungen, was wir ja schon hatten, also an die langfristigen Sollwerte einer Person angedockt sind. Also der Kauf eines Porsches, ein High-Interest-Produkt, sehr, sehr teuer, ist meist nicht stimmungsabhängig und ist eben sehr, sehr oft auch ein sogenannter Persönlichkeitsmarkierer. Ich möchte der Zielgruppe zeigen, zu welcher Gruppe ich gehöre, was mir wichtig ist in meinem Leben, warum ich mir ein iPhone kaufe und warum ich mir kein Android kaufe und warum ich mir einen Porsche kaufe und eben nicht einen kleinen Seat. Also frag dich, vermarktest du Trade-Produkte? Und dann bedenke, deine Bedarfsgruppe bestimmt immer subjektiv, das hatten wir schon, ob sie eine Marke oder ein Produkt zu einem Persönlichkeitsmarkierer macht. Also ob dein Produkt ein Persönlichkeitsmarkierer ist, bestimmt die Zielgruppe, für die dein Produkt ein Persönlichkeitsmarkierer ist. Okay? Gut, also nochmal zum Schluss jetzt hin ein Tipp für deine persuasive Kommunikation. Wir haben das jetzt mit den Motiven besprochen, wir haben die Schieflagen besprochen und mein Tipp, aktiviere nicht um jeden Preis. Also wie ihr noch sehen werdet hier in meinem Kurs, ich unterscheide ja 4 Strategien. Einmal gerichtet an die High-Involvierten, die Kanalisierung als erste Strategie, die Selektion als zweite Strategie und dann, wenn ich in den Bereich des Low-Involvement hineinkomme, dann eben die Strategie 3, die Aktivierung, hier muss ich schon laut schreien, hier muss ich impactstark werden und die 4. Strategie, wie wir noch sehen werden, ist dann eben auch im Low-Involvement-Bereich und Bedarf, Frequenz und Reichweite. Hier geht es um das Vorprägen oder eben um das sogenannte Branding, den Aufbau einer Marke. Also aktiviere nicht um jeden Preis, also nicht unbedingt immer Strategie 3, das heißt laut, laut, schrill, neue, innovative Reize, laut sein, sondern versuch vielleicht mal, vielleicht so denke, vielleicht ist mal das Fokussieren, also fokussiere, wieder falsch geschrieben, sorry, fokussiere und sei selektiv. Das wäre dann meine Strategie 1 und Strategie 2. Erforsche die Motivlage deiner Bedarfsgruppe und sende subtile, implizite Codes. Du musst gar nicht laut aktivieren, schreien,
Setze Sensorik ein, setze Symbole ein, setze die Episode und die Sprache ein und das Ganze zum richtigen Zeitpunkt. Okay? Also, und mit diesem Punkt, ich wiederhole es nochmal, weil es oft in der Werbung und in der Kommunikation falsch gemacht wird. Nochmal, aktiviere nicht um jeden Preis, fokussiere und erforsche die Motivlagen. Also, du siehst, wie wichtig die Kenntnisse der Motive, der Bedürfnisse deiner Zielpersonen sind, damit du erfolgreich gestalten, konzipieren und kodieren kannst, damit du erfolgreich deine Bedarfsgruppe bedienen kannst, dass ein erfolgreicher Dialog entsteht und es am Schluss, und darauf kommt es ja an, auf die Conversion, dass du am Schluss die Zusage, das große Ja bekommst. Ja, ich glaube dir, ich vertraue dir, ich möchte das Geschäft mit dir machen, ich möchte deine Marke kaufen, ich möchte dein Produkt kaufen. Nun stellt sich natürlich zum Ende die Frage, zum Ende dieses kleinen Videos, wie du an die Bedürfnisse und Motive in der Praxis herankommst. Ja, und deswegen wird das nächste Thema unseres nächsten Video-Meetings hier auf meinem YouTube-Channel sein, im Rahmen der Reihe Marketing Reloaded, in der Reihe Marketing, ist dann das Thema Motivforschung, also ein psychologisches Element im Marketing, im Online-Marketing, eben ganz, ganz wichtig und wie gesagt, das Thema unseres nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch die anderen Videos zum Thema Marketing Reloaded oder zum Thema Marketing anguckt. Für meine Studenten ein kleiner Hinweis, meine Vorlesungen beinhalten diesen Stoff und hier könnt ihr eben sehr gut eure Präsentationen, die wir gemeinsam haben oder auch meine Handouts eben vertont, euch nochmal anhören und dann die Literatur und die Checklisten und die Cases, die ich euch gebe, vielleicht einfacher bearbeiten. Und ich hoffe, dass diese kleinen Service-Videos, für die ich ja kein Geld nehme, sie sollen wirklich Service für meine Kunden und für meine Studenten und Studentinnen sein. Und ich hoffe, es nützt euch ein wenig und wir machen das Ganze eben dadurch vielleicht ein bisschen virtueller. Und es ist besser halt als eine nicht vertonte Präsentation, hoffe ich zumindest. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr euch meine anderen Videos vielleicht anguckt, wenn ihr meine Sachen vielleicht bei Freunden empfiehlt und über ein kleines Abo, das euch auch nichts kostet, aber das kleine Abonnieren von meinem YouTube-Channel, das wäre dann ein kleines Dankeschön, was mich natürlich immer freut, weil es mir dann zeigt, so als kleines Feedback, naja, so ganz verkehrt, wenn ich mich da hinsetze und versuche, diese kleinen Filmchen zu machen, vielleicht nicht so ganz professionell, aber dass zumindest der Inhalt euch einen Schritt weiterhilft. Und ja, also vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns und wir hören uns. Euer Peter. Tschüss.